In bestechender Verpackung bahnt sich das schleichende Gift des Nationalsozialismus seinen Weg. Gleichmacherisch walzt er alles nieder, was sich mit seiner Ideologie nicht verträgt. Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch haben, heute auch noch lachen. Mancher ahnt, wohin der Zug fährt. Sich ihm entgegenzustellen, wagen wenige. Die es versuchen, bezahlen mit ihrem Leben oder verschwinden spurlos. Um diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Einer, der ins Visier der NSDAP gerät, ist der Priester Dr. Johann Gruber. Im August 1940 wird er in das KZ Mauthausen eingeliefert und bald darauf in die Hölle von Gusen überstellt. Der quälende Hunger bestimmt alles Denken und Handeln im Todeslager. Heimlich werden gefährliche Tauschgeschäfte getätigt. Winzige Stückchen Fleisch und Brot gegen Zigaretten.
für manche Verkäufer das Vorzimmer zum Krematorium. Plötzlich ein Ruf: Rette sich, wer kann! In Sekundenschnelle hasten die Menschen in alle Richtungen auseinander. Tuberkulöse Kartoffeln werden in der Asche verbrannter Leichen essbar gemacht. Selbst dort, wo keine Hoffnung mehr ist, leistet Dr. Johann Gruber Widerstand. Unter Einsatz seines Lebens gelingt es ihm, zusätzliche Suppenrationen für die Todgeweihten zu organisieren. Überlebende geben später Zeugnis vom selbstlosen Handeln des Priesters, den sie Papa Gruber nennen. Er hat mir das Leben gerettet. Ich hätte nur mehr wenige Stunden zu leben gehabt, wenn er mich nicht gefunden hätte. Er war der Christus in der Hölle.
Ein einziger Gedanke erfasste meinen Geist und meinen Körper. Ich gehe essen. Einmal meinte er, eure Hostie, seht meine Kinder, es ist eine Rübensuppe. Er sagte tröstend zu mir, in deinem Zustand ist die Suppe wichtiger als die Hostie. Er war die Liebe. Nach dem Auffliegen seiner Organisation wird Papa Gruber zu Tode gequält. Er hat niemanden verraten. Er war ein Heiliger. Voilà. Ich war hier in Gusen am 16. Mai 1942 mit 30 Belgiern. Wir kommen von Montosen. Und die Tag spät mit dem Spanisch, ich habe die Vater Gruber gekannt. Wie ich war, quel métier j'avais, Beruf. Er hat mich gefragt, wer ich sei, welchen Beruf ich habe, und er hat mich ermutigt. Ich bin nicht religiös, ich glaube nicht an Gott, noch nicht. Aber Papa Gruber hat mich sehr, sehr ermutigt, wie er allen Mut gemacht hat. Papa Gruber, et puis alors quelques mois plus tard, alors que j'avais travaillé à la voie ferrée vers Schlebenbau, l'Eisenbahn vers Saint-Gürgen, je ne sais pas comment je suis rentré au camp, et Papa Gruber, je suis allé trouver Papa Gruber. Ich habe Papa Gruber fast jeden Tag gesehen. Einige Monate später, als ich gerade völlig erschöpft von der Arbeit am Schleppbahnbau der Bahnverbindung nach St. Georgen zurückkam, habe ich Papa Gruber wieder getroffen.
Er hatte Mitleid mit mir und versprach mir, dass er den Lagerführer fragen werde, ob ich in der Häftlingsschusterei arbeiten könnte. Et le lendemain, j'étais à la rue. Et puis après, presque tous les jours, je voyais Papa Goubert. Und bereits am nächsten Tag war ich in der Häftlingsschusterei. Wir unterhielten uns fast täglich, denn er sprach gut Französisch. Am Beginn des Monats April 1944 haben wir erfahren, dass Papa Gruber verhaftet worden war und dass er sich im Bunker des Schurhauses befand. Wir hatten große Angst um ihn. Wir haben uns gefragt, was denn mit ihm passieren würde. Wir hörten ihn schreien und klagen. Und dann, am 7. April, erfuhren wir, dass er vom Lagerkommandanten ermordet worden war und dass er an einem Haken aufgehängt und mit einem Stück Stacheldraht getötet worden war. Das war also Papa Gruber. Mein Leben im Lager ging weiter. Ich bin dann in ein anderes Lager überstellt worden und nach der Befreiung hatte ich mein Leben wieder. Ich habe geheiratet und bin Vater einer Tochter geworden. Mein Beruf hat mich sehr beschäftigt, aber ich dachte auch oft an Papa Gruber. Eigentlich dachte ich immer an ihn. Ich habe meine Geschichte seither vielen Leuten erzählt. Ich will nicht leugnen, dass ich nicht religiös bin, aber ich denke sehr oft an Papa Gruber. Zum Beispiel, als meine Frau sehr krank war, dachte ich an Papa Gruber und betete zu ihm. Und unlängst, als auch ich sehr krank war, fühlte ich mich sehr mit ihm verbunden. Parce que sans Papa Gruber, je ne serais pas là pour vous parler. Je serais mort depuis 1943. Et maintenant, je vis toujours. Ich lebe heute noch, dank Papa Gruber. Und ich würde mir wünschen, dass er selig gesprochen wird. Ich habe schon vor Jahren ein Dossier verfasst mit der Bitte um Seligsprechung und dieses an Bischof Eichern übergeben. Es befindet sich mittlerweile auch im Vatikan. Ich würde mir wünschen, dass Papa Gruber selig gesprochen wird, solange ich noch lebe. Ohne Papa Gruber wäre ich heute nicht hier, um Ihnen von ihm zu erzählen.